Deshalb ist das nächste Thema der Mobilität und der Erreichbarkeit. Ich darf Herrn Jansen begrüßen von SAP. Herr Jansen hat sich im Auftrag der Stadt damit beschäftigt, was ist denn das eigentlich, das innerstädtische Verkehrssystem? Welche Mobilität haben wir heute? Wie kommen wir dorthin? Wie können wir das Weser-Tor-Quartier erreichen? Und wie geht es möglicherweise in Zukunft etwas besser? Herr Jansen, bitteschön. Ja, schönen Dank, Herr Jakob, Herr Bürgermeister, meine Damen, meine Herren. Es ist völlig klar, wenn man solche Projekte in dieser Dimension umsetzen möchte, dass das Ganze auch eine verkehrliche Komponente hat, die man so aus zwei Seiten, aus zwei Richtungen natürlich betrachten muss. Einmal ist natürlich der Investor, der dort was entwickeln will. Der möchte natürlich, dass man sein Objekt gut erreicht, dass man eine gute Erschließung vorherhalten kann, damit entsprechend auch die Kunden kommen. Auf der anderen Seite steht natürlich die Stadt da mit ihrem vorhandenen Verkehrssystem, die sagt, so, da entsteht jetzt was Neues, was bedeutet das? Das bedeutet auch zusätzlichen Verkehr. Lässt er sich und wie lässt er sich mit dem vorhandenen Verkehrssystem auch bewältigen? Und es kommt noch so ein Punkt dazu, den ich finde auch, der sehr, 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 sehr wichtig ist. Oft ist ja so ein Stau da in der Entwicklung der Städte, was so die Straßenräume und Platzräume betrifft. Und da ist natürlich gerade so ein Projekt, bietet natürlich die Chance, in einem solchen Bereich auch Entwicklungen anzustoßen, die man vielleicht, wenn eine derartige Entwicklung nicht kommen würde, nicht anstoßen könnte, weil sich einfach ja, die finanziellen Mittel sind vielleicht nicht da, der Leidensdruck wird nicht als solcher erkannt. Also das ist, wie gesagt, auch ein Punkt, der mit hinzukommt. Und ansonsten, ich habe nicht von ungefähr auf die Deckfolie hier einmal die heutige Situation an diesem ganz entscheidenden Knotenpunkt im Bereich der Weser, im Bereich Grimpenwald, Klausenwald, eine Gegenüberstellung vorgenommen mit der historischen Situation, damit man mal auch sehen kann, das, was Herr Christoph schon andeutet, dass also Städtebau und Verkehr natürlich oft auch sehr, sehr stark zusammenhängen. Denn wenn Sie diese historische Situation angucken, da kann man noch von einem Wesertor sprechen. Also kann man noch sagen, da erlebe ich noch dieses Thema Wesertor. Wenn ich die heutige Situation sehe, da habe ich diese stark überdimensionierte Kreuzungssituation, die irgendwann entstanden ist, als man eben noch ganz andere Vorstellungen hatte, wie Straßen aussehen sollen, die sich heute doch eher als überdimensioniert darstellen. Und was sicherlich auch wichtig ist, und da bin ich wieder bei dem, was ich eingangs sagte, wo die Stadt sicherlich auch eine Zielvorstellung hat, die Situation Grimpenwald, hier ehemals die Führung, ja die alte Führung in den Marienwall rein gegenübergestellt. Also eine ganz andere Situation, die auch eine ganz andere städtebauliche Wirkung hat, die letztendlich im Kontext mit der verkehrlichen Situation steht. Und da ist sicherlich jetzt die Chance, da auch einiges zu reparieren. Gut, vielleicht zum Thema insgesamt, diese Quartiersentwicklung, da ist natürlich völlig klar, man muss gucken, wie man innerhalb des Quartiers die verkehrliche Situation neu ordnet. Da gibt es recht unschöne Ecken, das hat der Chris auch schon angesprochen, an denen man arbeiten muss. Aber wichtig ist natürlich auch, wie ist dieser Bereich vernetzt in der Gesamtstadt und über die Stadt auch hinaus. Und da ist es eben wichtig, und deswegen nennen wir das Ganze auch nicht Verkehrskonzept oder Konzept für die Erschließung oder für den Autoverkehr, sondern wir nennen das sehen Sie hier oben, auch Mobilitätskonzept. Das heißt, alle Verkehrsteilnehmer, die letztendlich da sind, die auch im Zusammenhang mit so einer Quartiersentwicklung stehen, sollen Berücksichtigung finden und sollen auch gleichberechtigt Berücksichtigung finden und sollen auch gegeneinander abgewogen werden, um genau zu erkennen, wo muss ich neue Qualitäten schaffen oder wo kann ich neue Qualitäten schaffen. Das, denke ich, ist erstmal ganz wichtig mitzunehmen. Also es geht nicht nur um, wie komme ich zum Parkplatz, sondern es geht darum, alle Verkehrsarten mitzunehmen und zu bewegen. Beim Straßennetz fange ich mal an, ist natürlich völlig klar, ich kann nicht nur diesen engeren Bereich um den Grimpenwall angucken, sondern ich muss mir das gesamte Straßennetz so ein bisschen angucken, um eben zu gucken, wie ist dieser Bereich vernetzt, wie sind die entsprechenden Verkehrsströme, die dort auftreten, wie sind die zu bewerten und um beispielsweise auch zu erkennen, dass man ja mit dem Straßenzug Kaiserstraße, Klausenwall ja auch eine klassifizierte Straße, wie man so sagt, eine Landesstraße hat, die auch, da hat man eben noch einen anderen Partner mit im Boot,
nämlich den entsprechenden Baulastträger, dass das eben eine andere Situation vielleicht ist als die im Grippenwall, wo Sie sozusagen als Stadtherr im Haus sind. Da können Sie sozusagen dann selber auch vielleicht ein bisschen mehr und ein bisschen schneller und ein bisschen eher entscheiden, dort eine Veränderung herbeizuführen. Also das ist sicherlich ganz wichtig, auch im Gesamtkontext mal das Straßennetz zu betrachten. Gut, dann das Thema Verkehrszahlen ist natürlich ganz wichtig. Hätte ich Ihnen heute gerne mehr gezeigt, haben wir leider noch nicht. Wir wollen in der übernächsten Woche in dem Bereich an diesen drei blauen Knotenpunkten Verkehrszählungen durchführen, damit wir Ihnen dann auch beim nächsten Mal sagen können, was da denn so los ist und was da denn vielleicht auch noch geht. Und diese Zahlen haben wir heute leider noch nicht, deswegen diese etwas leere Folie, wie gesagt, bei der nächsten Werkstatt werden Sie dann zu den Verkehrszahlen noch zusätzliche Informationen bekommen. Vielleicht zur Erschließungssituation heute in diesem Bereich. Alles das, was grün ist, geht heute. Also das sind diese Erschließungsmöglichkeiten, links abbiegen, rechts abbiegen, alles das, was man an diesen drei Knotenpunkten hier in diesem Bereich hat. Das geht, was nicht geht, sind diese roten Pfeile und auch das führt ja, wie Sie selber wissen werden, vor Ort zu Problemen. Also einmal das Linksabbiegen aus dem Grimpenwald in die Hermannstraße, aber insbesondere die Problematik, das nicht mögliche Linksausfahren von der Schlachte hoch in Richtung Grimpenwald, was denn zu merkwürdigen Fahrten in diesem Bereich, auch hinterher in dem hinteren Bereich führt. Also die Situation geht nicht. Eigentlich müsste noch ein Pfeil rot sein und zwar ist das hier dieser gerade Ausfall. Das steht hier unten auch. Hier gibt es ja auch in diesem Knotenpunktbereich immer entsprechende Rückstaus, weil aufgrund dieser einstreifigen Führung in Richtung Klausenwall dieser Bereich immer überstaut ist und deswegen ist dort in diesem Bereich auch zu unbefriedigenden Situationen kommt, obwohl wir in diesem Bereich einen doch sehr, sehr starken, großen, auch aus unserer Sicht sicherlich überdimensionierten Knotenpunkt haben. Dann vielleicht noch ein paar Eindrücke. Wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, diesen Knotenpunkt hatte ich angesprochen. Also diese großen Verkehrsflächen, diese großen Dreiecksinseln, alles Dinge, die man heute, wenn man neu baut, nicht mehr bauen würde, weil die entsprechenden Richtlinien und Vorschriften sich glücklicherweise auch in eine andere Richtung entwickelt haben. Diese Rückstauproblematik kann man hier erkennen, die Linksabbiegeproblematik, Schlachte und hier vielleicht auch noch mal so ein Einblick in die Situation Grimpenwall, also eine Straße, also wir Fachplaner sagen, die ist nicht städtebaulich integriert, also das ist so eine Verkehrsachse für Autos und für diese Achse sollte und könnte man sicherlich sich auch eine andere Gestaltung vorstellen, darüber ist im Zusammenhang mit diesem Projekt zu reden. Gut, das Thema Parkplätze ist angesprochen worden, ist natürlich für uns Verkehrsplaner auch immer wunderbar, wenn es heißt, Parkplätze, Stellplätze haben wir genug, dann ist ein ganz wichtiges Thema schon mal außen vor. Darüber muss man sicherlich noch mal reden. Nichtsdestotrotz haben wir uns schon mal angeguckt, wo sind überall Parkplätze. Was wir noch nicht wissen ist, für diesen Innenstadtbereich, wie sieht es da genau mit der Auslastung aus? Aber das, was uns so zu Ohren gekommen ist, heißt eigentlich oder bedeutet eigentlich, dass es eigentlich zu allen Tageszeiten, sieht man mal von der Weihnachtszeit aus, überall noch Stellplätze, freie Stellplätze gibt, sodass eigentlich das, was wir heute in diesem Bereich an Stellplätzen haben, dieses Hertiges geschlossene Parkhaus ist hier grau unterlegt, das steht ja eventuell auch in der Stelle, in welcher Form auch immer wieder zur Verfügung, dass eigentlich diese Situation insgesamt sich als durchaus komfortabel darstellt. Die Frage ist sicherlich auch in diesem Projekt zu stellen, das waren ja auch Themen, die im Vorfeld eine Rolle waren, wenn ich jetzt, was sicherlich Sinn machen würde, im Bereich Schlachte vielleicht die Stellplatzanzahl dort reduziere, um dort mehr Qualität im Bereich des Weserufers zu erzeugen. Was bedeutet das für diesen Bereich? Kann ich dort ausgleichen? Muss ich überhaupt ausgleichen? Also all diese Fragen sind zu untersuchen und zu betrachten. Gut, das Thema ÖPNV, Fußgänger, Radverkehr, hatte ich gesagt, alle Verkehrsarten sind beteiligt. Was wir schon mal gemacht haben, wir haben aufgenommen die entsprechenden Wege, die entsprechende Infrastruktur, um eben sehen zu können, wo haben wir welche Qualitäten, unterlegt auch mit entsprechenden Fotos, damit man auch sehen kann, die Defizite, die da sind, die aber auch in den Bildern von Herrn Christ schon angedeutet waren. Es gibt aber auch durchaus Qualitäten in dem Bereich, die sollten sicherlich dann auch weiter noch gefördert werden. Im Busverkehr ist es auch so, wir haben schon das Liniennetz mal aufgenommen. Es gibt in dem Bereich ja des Quartiers zwei Haltestellen. Leider ist es so, das erkennen Sie hier aus dem Text, dass eine entsprechende Taktzeitenausdünnung stattfindet, sodass an den Wochenenden insbesondere nur noch relativ wenig Busse dort verkehren, die Erreichbarkeit also nicht so gut gewährleistet ist. Es gibt dann noch die nahegelegene ZOB-Haltestelle, die ist deutlich besser frequentiert, ist natürlich ein paar Schritte weiter. Also da ist sicherlich auch drüber nachzudenken, ob da noch nachgelegt werden kann. So, jetzt noch drei Folien zum Abschluss.
Wie ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist natürlich, wenn ich dort jetzt so eine Quartiersentwicklung mache, was erzeugt die denn an Verkehr? Heute ist es ja so, Sie haben eine Innenstadt, die mehr oder weniger, wir haben es gehört, funktioniert mit einem Fußgängerbereich und es gibt aus gewissen Bereichen von außen gibt es Verkehre in diese Innenstadt rein und dieses sind hier jetzt nur Platzhalter für Parkmöglichkeiten, also Sie sollten sich keinen bestimmten Parkhäusern zuordnen. Da ist es so, dass eben dieser Verkehr in die Innenstadt so zu da ist. Und was passiert jetzt in Zukunft oder was soll passieren, was wird passieren? Das ist das, was Sie hier erkennen. Also hier einmal, Sie haben ja eine Quartiersentwicklung unterlegt mit einem Center. Und dann ist ja auch das Ziel durchaus einmal Verkehre, vielleicht neue Verkehre in die Innenstadt von Minden zu bringen, die von weiter herkommen. Das werden natürlich nicht so viele sein, wie man sich vielleicht wünscht. Da können die Kollegen von ECE sicherlich auch noch konkretere Aussagen zu machen. Aber was natürlich auch eintritt, und deswegen sind diese Pfeile jetzt schwarz-rot, auch aus diesen Bereichen der umgrenzenden Stadtteile werden die Verkehre natürlich zu einem Teil, zu einem zusätzlichen Teil auch in die Stadt kommen. Das ist ja auch das, was Herr Kremling gerade ansprach, was wesentlich ist und was gewünscht wird. Und was eben für uns als Verkehrsplaner wichtig ist, ist einfach zu wissen, dass das, was hier rot ist, also was an Neuverkehr in Anführungsstrichen kalkuliert wird, ist doch gar nicht alles Neuverkehr, weil viele, die heute schon, und deswegen auch dieser hin und her laufende Pfeil, viele, die heute schon in der Innenstadt sind, werden künftig auch dieses Center besuchen. Das heißt, sie sind schon da, sie sind nicht jetzt neuer zusätzlicher Verkehr und genauso wird man unterschiedliche Wege auch miteinander verknüpfen. Das heißt, es ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied, ob ich so ein Center irgendwo draußen auf der grünen Wiese platziere oder ob ich es in einen so integrierten Standort bringe, weil viele Kunden der Zukunft dieses Centers sind eigentlich heute schon da. Es kommen welche hinzu und deswegen dies rot. Aber wir werden uns auch zum übernächsten Termin genau damit auseinandersetzen, wie viel sind es denn jetzt, die zusätzlich zu erwarten sind, um da konkrete Aussagen noch machen zu können. So, letzte Folie, das auch gleich ein bisschen als Überleitung an den Tisch. Das Thema, wie erschließe ich diesen Bereich jetzt künftig? Ich hatte es angesprochen, heute gibt es da in unterschiedlichen Punkten Defizite. Ich erinnere an diese roten Pfeile. Es gibt auch andere Probleme, die man gerne lösen möchte. Es gibt Diskussionen, wie man gewisse Knotenpunkte verändern kann. Vor dem Hintergrund haben wir hier einfach mal wie so ein, als Strauß von Ideen, müssen Sie das verstehen, mal gesagt, was für Möglichkeiten gibt es denn künftig der Erschließung? Da haben wir eine Variante entwickelt ist schon zu viel gesagt, einfach mal skizziert gesagt, es gibt eine Variante, die vorhandene Knotenpunktsituation, also die Knoten, die Kreuzungen, so wie ich sie heute habe, zu optimieren, also so ein bisschen kompakter vielleicht zu bauen, die Lichtsignale, die Schaltungen ein bisschen besser zu machen, ein bisschen zu überprüfen und dann muss natürlich das neue Objekt angebunden werden. Die Frage ist wie, da gibt es einmal die Möglichkeit hier im Bereich die Verlängerung des Marienwalds, also in Richtung der historischen Achse, wie ich das zu Anfang auf dem historischen Bild gezeigt habe, vielleicht eine Anbindung zu schaffen an den Grimpenwall oder auch, was natürlich vielleicht auch wünschenswert wäre, wenn ich diese Parkflächen, die heute noch da sind, nutze, über die Spindel nutze, die heute noch da ist, dann eine Anbindung im Bereich Grimpenwall zu schaffen. Das ginge sicherlich nicht als kompletten Knotenpunkt, sondern nur mit einem rechts raus und rechts reinfahren. Dann gibt es unterschiedliche Varianten, die sich mit dem Thema Kreisverkehr auseinandersetzen. Herr Jakob sprach es ja schon an, dass es da auch gewisse Ideen gab. Und jetzt haben wir ja drei Knotenpunkte. Und insofern ist auch die Frage, welcher Knotenpunkt eignet sich eventuell für einen Kreisverkehr? Und da sind eben angefangen bei dem großen Knotenpunkt im Bereich der Weserbrücke, aber auch im Bereich des Durchstiches Marienwalds, also im Sinne der alten historischen Führung oder eben auch im Bereich des heutigen Knotenpunktes hier im Bereich Grimpenwall in Richtung Hellingstraße. Oder es gibt die Möglichkeit, auch theoretisch alle drei Knotenpunkte zu Kreisverkehren umzubauen. Und es gibt noch diese Lösung, die auch durchaus diskutiert wird, also im Sinne der Quartiersentwicklung, die den Marienwall vielleicht auch sozusagen abzuhängen, um dort eine ganz, ganz ruhige Situation zu schaffen. Das würde natürlich bedingen, dass diese Parkmöglichkeiten, die heute es noch hier oben auf dem Dach gibt, nicht mehr erschlossen werden könnten. Und dann müsste es im Bereich des heutigen Parkhauses Marienwall beispielsweise einen Umbau, eine Erweiterung geben. Also das sind so verschiedene Dinge, verschiedene Fragen, die dann noch zu diskutieren und zu beleuchten sind. Und das sind einfach nur erste Ideen. Und man muss sich jetzt einfach mal darüber verständigen, in welche Richtung kann es gehen und was als wesentliches Abfallprodukt dabei herauskommen sollte, dass insgesamt für die Situation Grimpenwall eine bessere, eine schönere Situation entsteht künftig als die, die wir heute haben. Schönen Dank.